Herzlich willkommen in der Kochschule Düsseldorf. Mein Name ist Sven Strenger und heute zeige ich euch, wie man einen Gemüsefond ansetzt. Ganz klassisch setzt man einen Gemüsefond mit Suppengemüse an und das wäre Karotte, Sellerie und Zwiebeln. Wirklich das Wichtigste. Man kann das Ganze noch erweitern mit zum Beispiel verschiedenen Fleischsorten, aber die Basis bildet eigentlich immer der Gemüsefond. Die Karotte schneiden wir in grobe Stücke. Wir sollten darauf achten, dass alles gewaschen ist, aber die Schale können wir sehr gut mitverwenden. Also die müsst ihr euch nicht vorher schälen. Man kann sogar, wenn man jetzt Schalen über hat, die gesäubert sind, kann man die auch super mit hineingeben. Also ihr müsst nicht nur die ganzen Karotten benutzen. Die Karotte schneiden wir dann in grobe Stücke. Hat einmal den Vorteil, dass das Ganze so ein bisschen kompakter drin schwimmt und man das hinterher besser rausbekommt. Ne, wir wollen das ja nicht durch ein ganz feines Sieb gießen, weil das kommt hinterher im Prinzip alles raus und wird ausgekocht. Deswegen könnt ihr halt auch wunderbar die Schalen verwenden. Das gleiche machen wir mit der Zwiebel. Zwiebelschalen auch wunderbar mit dazu. Und die Zwiebel dann auch einfach grob zerkleinern. So, alles in den Topf. Ja, auch den Oberdeckel und den Unterdeckel, alles mit hinein. Achtet dabei darauf, dass ihr ungefähr die gleiche Menge von dem Gemüse habt. Also Sellerie, Karotte, Zwiebel, alles das gleiche. Deswegen nehmen wir auch nicht den ganzen Sellerie, sondern nur so ein Stück, so gut ein Drittel. Ja, auch hier, wie gesagt, Schale dran lassen. Und in grobe Stücke hacken. Alles zusammen in den Topf. Und dann geben wir noch etwas Lorbeerblätter getrocknet und Piment hinzu. Dann etwas Pfeffer. Und schon eine kleine Prise Salz. Dabei solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht zu viel Salz hineingebt. Das soll keine fertige Brühe werden, sondern nur so ein Grundfond. Und wenn ihr beispielsweise damit hinterher ein Risotto kocht und das aufgießt und das Risotto vielleicht schon sehr salzig ist, dann ist es immer besser, wenn der nicht so stark gewürzt ist, weil Salz könnt ihr immer hinterher noch hinzugeben und damit vermeidet ihr dann, dass das Produkt hinterher vielleicht überwürzt ist. Das Ganze dann mit Wasser bedecken. Das Gemüse sollte ausreichend mit Wasser bedeckt sein, dass das Ganze schön schwimmt. Je mehr Gemüse ihr reingibt, umso intensiver wird der Geschmack. Dann das Ganze einmal auf voller Kraft anstellen, ne, die höchste Stufe wählen, einmal aufkochen und danach dann circa 2 Stunden ziehen lassen. Ja, der Gemüsefond hat jetzt gute 2 Stunden gezogen. Die solltet ihr auch euch mindestens nehmen. Ne, bei Stufe 3 haben wir das einfach nur ganz leicht ziehen lassen. Theoretisch könntet ihr auch morgens das ansetzen, einmal kurz aufkochen lassen, den Herd ausschalten, zur Arbeit gehen und abends dann das Ganze passieren. Je länger der zieht, umso besser schmeckt er. Wichtig auch noch, die Flüssigkeit, also das Wasser, wenn ihr das ansetzt, muss erst kalt sein. Weil immer wenn etwas kalt ist, könnt ihr besser die Inhaltsstoffe und halt auch den Geschmack aus dem Gemüse rausziehen. Jetzt gieße ich es einmal hier durch das Sieb. Und da sehen wir schon eine schöne dunkle Farbe, die das Ganze durch die Zwiebelschalen erhalten hat. So, ja, das ist unser Gemüse, das ist jetzt komplett ausgekocht. Das ist auch nicht schade, dass wir das jetzt wegtun. Das hat überhaupt keinen Geschmack mehr, also der ganze Geschmack ist jetzt in der Brühe. Das ist unser Gemüsefond und wenn euch interessiert, was wir daraus noch alles machen können, dann abonniert unseren Kanal oder besucht uns in der Kochschule Düsseldorf. Bis dahin, euer Sven.